Für Menschen unaufhaltsam und jede Verteidigung brechend ist Geschwindigkeit so simpel wie effektiv. Ihr solltet das Video auf jeden Fall bis zum Ende gucken, denn das Beste kommt zum Schluss und das haben sich die Autoren dieser Disziplin wohl auch gedacht. Am Gegenteiltag. Warum muss diese Disziplin eigentlich in jeder Edition nerven? Hallo, ich bin Dustin. In diesem Video erkläre ich euch, wie die Disziplin Geschwindigkeit funktioniert, wie hoch ihre Bedrohung für die Maskerade ist und wie die einzelnen Kräfte beschaffen sind. Oberflächlich ausgedrückt ist sie die Fähigkeit, um schneller zuzuschlagen, schneller auszuweichen und schneller zu entkommen. Geht man etwas in die Tiefe, erkennt man, dass ihre Anwender auch schneller denken oder schneller Dinge erschaffen können. Und da ist noch lange nicht Schluss. Geschwindigkeit als messbare Geschwindigkeit soll nicht ausgerechnet werden. Vielmehr soll es so sein, dass ihr Effekt in der Geschichte entsprechend beschrieben wird, je nachdem, wie schnell der Charakter sein kann. Wollt ihr es doch versuchen, das Ganze in eine Art messbare Geschwindigkeit zu bringen, dann gebe ich euch folgende Faustformel an die Hand. Pro Punkt auf Geschicklichkeit schafft ein Mensch eine Laufgeschwindigkeit von etwa 9 km/h. Vergleichsweise mit den 45 km/h, die Usain Bolt in seiner Höchstgeschwindigkeit erreicht, kommt das ungefähr hin. Geschwindigkeit kann ähnlich skaliert werden, allerdings solltet ihr nicht aus dem Blick verlieren, dass es sich nicht um ein menschliches, popliges Attribut handelt. Ihr Typ? Körperlich. Und ihre Gefahr für die Maskerade ist mittel bis hoch, denn die meisten der Kräfte sind relativ auffällig. Allerdings ist es auch so, dass es ziemlich schwer ist, einen Anwender auf einem Bild festzuhalten. Die passende Resonanz? Cholerisch. Ihr findet sie im Blut von Personen, die Angst und puren Schrecken erleben. Oder bei Sprintern, Athleten, Personen, die Amphetamine oder Alkaloide zu sich nehmen, Personen, die regelmäßig Ego-Shooter oder andere Spiele auf Twitch spielen. Stufe 1. Katzenhaftes Gleichgewicht. Der Anwender kann mühelos über Kabel oder Kanten laufen, ohne je das Gleichgewicht zu verlieren. Er gebe einen genialen Artisten ab. Man kann sich allerdings auch hervorragend über Häuserdächer oder Oberleitung anpirschen oder Außenfassaden mit den kleinsten Vorsprüngen erklimmen, als wäre man Spider-Man. Naja, solange die Körperkraft dafür reicht. Ebenfalls Stufe 1, schnelle Reflexe. Der Anwender kann Ereignisse sofort wahrnehmen und direkt darauf reagieren. Er wird dabei so schnell reagieren können, dass er sogar geschossen ausweichen kann oder vielleicht sogar kurze Aktionen durchführen kann, wie das Nachladen einer Waffe. Im Grunde haben ihre Anwender eine passive Bullet Time, so wie bei Matrix. Oder Max Payne, El Matador, Red Dead Revolver, Red Dead Redemption, Jedi Outcast, 4, Tomb Raider Legend, Enter the Matrix Path of Neo, Total Overdose, Time Shift, Stranglehold. Oder in einigen anderen Mods für bekannte Spiele wie Half-Life oder Far Cry, die sich aktiviert, wenn sie angegriffen werden. Wie sind die da bloß drauf gekommen? Stufe 2? Flink. Der Anwender kann sich in schwindelerregender Geschwindigkeit bewegen und reagieren. Die Kraft muss aktiviert werden, hält dann aber eine ganze Szene. Er kann auf jeden Geschicklichkeitswürfelpool seinen Geschwindigkeitswert aufaddieren und sich im Kampf mit diesem Vorteil auf den Verteidigungswürfelpool einmal pro Runde verteidigen. Wichtig an dieser Stelle zu wiederholen, Flink wirkt auf Proben außerhalb des Kampfes. Im Kampf kann man sie nur einmal pro Runde und nur zur Verteidigung einsetzen. Allerdings wird diese Kraft auch mit jeder Stufe mächtiger. Warum aber sollte der Angriff nicht auch auf den Würfelpool von Angriffen aus einem Versteck heraus wirken, zum Beispiel auf Wurfwaffenangriffe? Naja, Grund 1, weil das Regelbiegerei wäre. Ich meine, sie haben es absichtlich ins Grundregelwerk reingeschrieben, also ist es wohl so gedacht. Ob das jetzt das Ende des Toreador-Snipers bedeutet? Nein, bedeutet es nicht, denn es gibt auf Stufe 4 eine Fähigkeit, die das wieder wettmacht. Stufe 3, Blinzeln. Der Anwender kann sich jemanden, den er verfolgt, im Handumdrehen entgegenstellen oder unglaublich schnell vor ihm flüchten. Dabei kann er bis zu 50 Meter in einer Runde überwinden, bevor sein Gegner in der Lage ist, auch nur seine Waffe zu ziehen oder zu schießen, solange er gut genug würfelt. Für die meisten Menschen muss das auf jeden Fall wie Teleportation wirken. Woher haben die bloß immer diese Ideen? Ebenfalls Stufe 3, Überwinden.
Der Anwender kann über eine beliebige Oberfläche, auf kurze Distanz sogar über Wasser, rennen oder an Wänden hinauf oder entlang laufen. In Kombination mit katzengleicher Anmut sollte man jetzt in der Lage sein, selbst hohe Gebäude zu bezwingen. Ohne den katzenhaften Anmut kann es allerdings sein, dass man dann irgendwann wie die Katze im Baum hängt und die Feuerwehr einen retten muss. Allerdings ist ihre Anwendung etwas speziell, sodass ich diese beiden Stufe 3 Kräfte jetzt einmal gegenüberstellen möchte. Überwinden impliziert nicht den gleichen Teleportationseffekt, den Blinzeln mitbringt, denn sonst wäre diese Disziplinskraft ja vollkommen überflüssig. Bei Überwinden ist es also möglich, den Gegner noch zu sehen. So könnte man also sagen, Überwinden ist die Roleplay-Variante, während Blinzeln eher die Combat-Variante dieser Kraft ist. Überwinden macht zwar schnell, bleibt aber mit dem bloßen Auge nachverfolgbar. So ähnlich wie ein vorbeirasender Zug und ist daher nicht Initiative oder reaktionsraubend für den Gegner. Das sollte es in den meisten Fällen auch nicht sein, um Blinzeln nicht zu entwerten. Überwinden hat prinzipiell aber auch einen ganz anderen Überraschungseffekt. Allerdings, wenn man plötzlich auf einer Dachterrasse im 10. Stock auftaucht, würde ich den Überraschungseffekt allerdings ähnlich wie bei Blinzeln werten. In allen anderen Fällen ist es wie bei einem Horrorfilm, in dem das Gruselmonster plötzlich an Decke und Wänden entlangrennt und die kreischende Protagonistin wild um sich fuchteln versucht, ihren Hals zu retten. Bei Blinzeln würde sie vermutlich nicht einmal zum ersten Schuss kommen. Stufe 4 – Ein Schluck Eleganz. Der Anwender kann einer Person einen Schluck seines Blutes geben, woraufhin diese in ein Blutsband mit ihm gerät. Dafür erhält die Person allerdings die Hälfte seiner Stufen in Geschwindigkeit und die passenden Kräfte, die der Anwender zur Verfügung hat. Das gilt möglicherweise auch für Kombinationsdisziplinskräfte. Diese Kraft ist für eine körperliche Disziplin erstaunlich gesellschaftlich und ist ganz klar mit Blick auf die Toreador entstanden, aber auch andere Geschwindigkeitsanwender können hier immensen Rückhalt in ihrer Gruppe und Domäne gewinnen und sehr subtile Vorteile für Ghule und neue Freunde unter den Blutsverwandten anbieten, was ihnen das Unleben deutlich erleichtern kann. Außerdem steht hier nichts davon, dass ein Gangrel nicht auch das Blut einem Tier geben könnte, das dann ebenfalls Geschwindigkeitskräfte entwickeln, die den Kräftestufen 1 und 2 entsprechen. Was auch vielleicht bewusst offen formuliert worden ist, ist die Frage, da es für Stärke und Seelenstärke ähnliche Kräfte gibt, ob diese nicht möglicherweise sogar stapelbar sind. Und damit sind wir bei der zuvor angekündigten Stufe 4 Kraft, das unfehlbare Auge. Es ist eine Kombinationskraft in Verbindung mit Auspex 2. Der Anwender ist jetzt in der Lage, in aller Ruhe einen Schuss abzufeuern oder eine Wurfwaffe auf einen Gegner zu werfen, und für ihn fühlt es sich an, als würde dieser Gegner sich überhaupt nicht bewegen. Der Wurf ist lediglich gegen 1 erschwert, muss also bloß noch treffen und kann nicht verteidigt werden, außer das Ziel hat Selbstgeschwindigkeit auf Stufe 5. Ob man die Ära des Toreador-Snipers damit wieder ins Unleben zurückholen kann? Definitiv. Stufe 5 – Blitzschlag. Ist das schon die Kraft, die ich am Anfang meinte? Nein, noch nicht. Der Anwender schlägt mit der Faust oder mit einer Nahkampfwaffe so schnell zu, dass sich der Gegner nicht verteidigen oder ausweichen kann. Im Grunde ist der Rest genauso wie bei unfehlbares Auge, nur eben in den drei Varianten des unbewaffneten Handgemenges, des einhändigen Nahkampfs und des zweihändigen Nahkampfs. Aber es gibt im Ganzen einen Finisher-Move-Effekt und dürfte auch nicht allzu gefährlich für die Maskerade sein. Und jetzt, wie angekündigt, das Beste zum Schluss. Stufe 5 – Sekundenbruchteil. Der Anwender bewegt sich so schnell, wie seine beschleunigten Sinne es zulassen, wodurch er ohne Verzögerung auf Ereignisse reagieren kann. Damit kann der Spieler in von der Erzählerin beschriebene Ereignisse eingreifen, zumindest im angemessenen Rahmen. Moment, what? Diese Kraft greift in die aktive Erzählung des Erzählers rein? Ich meine, normalerweise müssen Reaktionen doch angesagt werden. Wenn die Tür zuschlagen sollte, versuche ich noch schnell meinen Baseballschläger dazwischen zu stoßen, damit wir nicht eingeschlossen werden. Diese Kraft dreht den Spieß um. Die Tür wird zugestoßen. Ahaha, meine Spinnensinne klingeln. Deine was? Es ist Zeit für meine super krassen Reflexe. Bevor das passiert, werde ich... Normalerweise würde man dem Spieler sagen, das hättest du früher sagen müssen. Jetzt? Hat er recht? Also nicht falsch verstehen. Die Kraft ist cool
und sie ist mächtig. Und es ist ja auch der Sinn einer Disziplin, in das Spielgeschehen einzugreifen. Aber auf jede Art und Weise? Ich meine, klar, das steht im angemessenen Rahmen. Das bedeutet also nicht zwingend, dass der Spielleiter jetzt irgendetwas über den Haufen werfen muss, was er geplant hat. Aber das gleichzeitig birgt ja wieder ein anderes Problem. Wofür soll dann diese Disziplinstufe gut sein? Bevor das passiert... Worauf lasse ich ihn würfeln, dass das klappt? Will ich, dass das klappt? Also kann ich das, auch wenn es die Geschichte gefährdet, einfach übergehen? Aber wofür hat er dann diese Disziplinskraft erworben, wenn ich es ihm nicht erlaube, sie anzuwenden? Also wie schwer mache ich es, dass es nicht klappt? Oder mache ich es doch möglich und dann lege ich ihm einfach andere Steine in den Weg? Ist die Tür zugeflogen, weil ein ultrastarker Bösewicht sie zugeworfen hat und dem sieht er sich jetzt gegenüber und schlägt sie dann möglicherweise selbst wieder zu? Und alle anderen Spieler sitzen in der Zeit da. Und euer eingreifender Spieler sitzt da. Also nochmal, da steht, es muss angemessen sein und darf nur auf etwas gewirkt sein, was nur wenige Sekunden dauert. Trotzdem, das provoziert meiner Meinung nach ewiges Lamentieren, ganz viel schlechte Laune und Unmut, viele offene Fragen, wie das Ganze zu verstehen ist, die nie wirklich beantwortet werden können. Und wenn eure Spieler nicht ohnehin der Meinung sind, dass die andere Stufe 5 Kraft die bessere Wahl wäre, dann solltet ihr als Spielleiter darüber nachdenken, ob man so eine Kraft vielleicht einfach verbietet. Wenn euch mein Video zur Disziplingeschwindigkeit gefallen hat, dann habt ihr vielleicht auch Interesse an den anderen Videos zu den übrigen Disziplinen. Wenn das so sein sollte, dann abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.